Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weide unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Uns würde auch sehr voll, wenn Sie uns sehr gut wären und der Uni den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder zu, Videos. Vielleicht der Sie uns auch mal in die Folge, schickt ihr uns ein Zeugnis zu. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für Sie sein. Brüder und Schwestern, wenn du dich von der in der Welt mal rumkickst, das sieht nicht sehr rosig aus. Russland will die Ukraine annehmen, will Krieg haben mit euch, will das Land wegnehmen. Unsere Vorfahren wohnten mal in der Ukraine. Schick die mal in der Welt rum. Das ist sehr traurig. Du und ich, wir sind wahre geborene Christen. Vielleicht bist du auch nicht ein wahrer geborener Christ. Wenn du nicht bist, von dir möchte ich dich mitmachen. Deine Entscheidung für Jesus machen. Jesus möchte dich gebrauchen, dass du ein Zeugnis sein von dir. Es ist ganz Zeit, dass du ihn echt abwirken von unserem Schlupf. Menschen, die warten auf uns, dass wir kommen und dich von Jesus verteilen. Das Video soll dich auch mitmachen. Nicht die Sorge zu merken, was in der Welt passiert. Das ist so einfach, dass du in echt Sorge tun, nicht so? Ich sehe auch so. Wenn ich so was sage, dann denke ich mir, Mensch, was wird mit meinen Kindern passieren? Was wird mit uns Haus passieren? Weißt du was, wir sind alle so gesehen worden. Wir haben schmacke Häuser. Sie wohnen vielleicht in einer Kalie, vielleicht wohnen sie in einer Großstadt. Sie haben feine Häuser, feine Chore, sie haben feine Familien. Weil wir doch mal Jesus den ersten Platz geben in unserem Leben. Weil wir einmal Frauen auf Heuernswahl helfen, dass wir als plattdeutsche Menschen gerne ein Zeugnis senden für Jesus zu bieten, dass Menschen sich wollen bekehren, dass sie auch im Himmel entkommen. Nicht bloß Männer nicht wollen, das hält nichts, nicht Männer nicht wollen. Wie man die Christen wollen, wie man Jesus noch folgen. Weißt du was? In Markus 10, 28 sagt er so: Jetzt fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Petrus sagt zu Jesus, wer ist dort mit dir? Wer ist dort mit? Wir haben alles abgegeben. Wir haben uns Haus abgegeben, wir haben unsere Arbeit abgegeben. Wir sind die neue Volk Jesus. Stell dir mal vor, was Petrus sagt. Der legt sich eine ganze Fäscherie dort doch in Jesus heran. Und so weit es auch weit, hat er sein ganzes Leben für Jesus gearbeitet. Der hat sich auch Sorge gemacht an dem Krieg und an all die Sachen, aus also Jesus da die Kritze und all das. Du und ich, wie sollen Jesus seine gute Nachricht anderen Menschen verteilen? Dort sieht Gott zu uns. Und dann sagt er doch, diese Verse, die ich in Ihnen lese, die sind gröhlich sehr interessant. Sehr interessant. Markus 10, 29. Jesus antwortete, Jesus sagt Petrus an, oder es steht, ich versichere Ihnen, ich will Ihnen sagen, dass das Wort passiert, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder und seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser und Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn es auch mit unter Verfolgungen gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Weißt du was, wenn ich das lese, dort ist bloß gröhlich sehr interessant. Meine Frau und ich, wir haben 40 Mal unser Haus verloren. Wir haben unsere Kinder verloren. Wir haben unsere Gemeinde verloren. Nicht verloren, wir sind der Fut gefahren. Dann sind wir 2-3 Monate unterwegs. Jeder Tag eine andere Kirche. Jeder Tag eine andere Stadt. Stehe ich für Menschen und vertale dir, was Gott in unserem Leben getan hat. Weißt du was? Dort ist nichts später,
Dort erst nur später, als wenn du die Nova jetzt ein Treibach bringst. All das, was wir für Monate getan haben, das bitte eins war, für alle Menschen gestohlen, für Monate von uns Hüßfut gewasst, dort ist nur später, als wenn du die Nova eins was geldet tun jetzt. Da wäre es so wichtig, dass du eigentlich stolz wurde auf das, was wir tun. Da werden wir hier vor dieser Kamera stehen und nicht sagen, wir haben was Besseres getan als sie. Wir haben noch Besseres getan. Wir arbeiten alle für den selben Jesus. Da werden wir auch die Möte machen, wenn die eins einen 10 Dollar gibt, oder 10 Päuse, oder 10 Rubels, oder 10 Euro, oder 10 Guarani. Das hast du für Jesus gegeben und Gott wird das sehen. Jesus sagt, all die Jansi, was er Hüß wurde verloren. Ihre Geschwister wurden verloren, ihre Häuser wurden verloren, ihre Kinder wurden verloren. Und was ihren Besitz, ihr Haus und ihr Land wurden verloren. An mir notfolge. In der gute Botschaft, meine gute Botschaft wurde andere Menschen mitteilen. Mit jenem, wo ich sein. Ihr wurde einen großen Lohn kriegen, alle. Wir werden ein Lohn kriegen, nicht bloß im Himmel. Auch all hier auf dieser Erde, sagt Jesus, er wird uns gute Häuser geben. Er wird uns ein schmackes Leben geben mit ihm. Er wird uns Frieden ans Herz geben. Und das wird niemals weggehen. Er sagt uns, er wird uns belohnen, all auf dieser Erde. Und dann nachher wird er uns ein ewiges Leben geben dafür. Da werden weil wir doch mal taub arbeiten, Brüder und Schwestern. Wenn wir arme Menschen haben, dann wollen wir dir helfen. Da werden haben meine Freunde echt auch viel von diesen Videos gemerkt. Wir können nicht für jeden einen dort merken, aber wo immer wir können. So wollen wir für andere Menschen beten. Viele Menschen haben eine Gabe zum Beten. Da ist kein so gut, als wenn du einen in Treibach gibst. Geh und bet für die anderen. Nimm dir eine halbe Stunde oder eine Stunde und bet für andere Menschen. Wir wollen taub arbeiten, Brüder und Schwestern. Wir wohnen, wir leben auf dieser Erde, das ist die Endzeit. Da sind Menschen, die Bitte, die gehen verloren, jeder Tag. Ein Tag wurde du und ich vor Gott stehen und wurde sagen, du, ich habe dir gesagt, warum tust du nicht? Ich habe dir gesagt, was du alles was kriegst, wenn du das was tust. All auf dieser Erde wollte ich dich sehen. Weißt du was? Wir sind mit ungefähr 5-6 Monaten von 1000 Fuß gewesen. Weißt du was? Wir haben ein schmackes Haus. Gott hat uns gesehen. Wir haben niemals die Geld gebracht. Gott hat uns bewahrt von großen Krankheiten. Gott hat unsere Kinder bewahrt. Wir können unsere Kinder auch nicht im Himmel bringen. Wir haben das Rechte gelehrt. Der muss die Ehre Entscheidung machen. Der muss die Ehre leben für Jesus leben. Du musst dienen für Jesus leben. Ich bin nicht verantwortlich für dein Leben. Ich bin für mein, bloß für mein Leben sehe ich verantwortlich. Aber ich möchte sagen, meine Verantwortung ist, die zu sagen, was die Bibel sagt. Und da werden heute die alle Fehler lesen. Markus 10, 31. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Das ist, was Jesus Fuß heran sagt. Viele, die einen großen Namen haben, die werden nachher ganz unbedeutend sein. Die werden nicht einen großen Namen im Himmel haben. Viele, die durch Leute, die haben große Sachen erlebt hier. Das sind sehr kluge Menschen, die haben viel Geld. Die haben einen großen Schmuck genommen. Das wird man hier nicht halten. Da werden wir auch für sich und meine Freude haben, demütig deiner zu sein. Ob das für reiche Menschen ist oder für arme. Die Bibel sagt, das wird man hier nicht halten. Heute sagt, die werden hier im Himmel sein, die wird hier der Geringste sein, der wird da das Nächste sein und wird hier das Gratste sein, der wird da das Kleinste sein. Wie immer, hat das auch meine Dad. Ich sehe Freude daran, dass ich mit Jund kann mitteilen. Dass ich kann das Verrecht haben, für diese Kamera nicht bloß die Stunde in Witze zu verteilen, in schlechte Sachen zu verteilen. Meine Aufgabe ist, Jund von Jesus zu verteilen. Jund verteilen, dass Jesus mich hat frei gemacht. Von der Sklaverei der Sünde. Er hat meine Sünde vergeben. Er hat mir die Gabe gegeben, ein Zeugnis für ihn zu sein. Da werden wir auch Jesus die Ehe geben für das, nicht uns selbst.
Gott, der ihr dafür. Wer uns ohne Gott seine Hilfe, kann ich hier keinen Video merken. Ich glaube, wir haben nu, das ist, glaube ich, uns 516. Video, was wir gemerkt haben. 516 Videos. Das sind nicht alle bloß Tredje, das sind alle Hundsachenbuhe. Und ich versuche das auch so zu tun, dort nicht langweilig als für uns. Wir können eine Natur zu wiesen. Wir können eine Natur als hier bitte. Und das hier, was ich hier nu kriege, das ist hier in Florida. Das ist hier in einem Park. Ich kann hier den Baum durchhängen mit seinen. Schmocke Natur. Das hat Gott uns gegeben, all auf dieser Erde. So mit diesem Video, kann jemand mitmerken, dass wir mit Jüngern wollen, andere Menschen von Jesus vertellen? Ob das nur so klein ist, was du das oder das groß ist, da plötzlich alle Glück. Weil wir uns vor dem Himmel deinen, weil wir Jesus deinen. Ich wünsche dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.